Liebe Freunde der Modellbahn, ich freue mich heute, den zweiten Teil meines Dioramas Aufbaus euch zu zeigen. Erst einmal möchte ich mich bedanken für die vielen Kommentare. Und ein Kommentar besonders, das ist der C50 Sport, der mir darauf hingewiesen hat, du könntest doch auch eine Feldbahn installieren. Und das mache ich jetzt. Und da habe ich mir gleich ein Set gekauft. Feldbahn-Set. Das ist zwar die Epoche 3, aber dazu habe ich mir, und da gibt es nur eine Dampflok zurzeit zu kaufen, das ist Epoche 1. Da ja meine Anlage, auch dieses Diorama, was ich jetzt aufbauen möchte, alles Epoche 1 ist. Ja, und dann gibt es Neuigkeiten daraufhin, dass meine Anlage nicht mehr analog geschaltet wird, sondern nur noch digital. Dazu habe ich mir diese Teile mir gekauft und über ein Tablet mit Stativ wird das dann alles geschalten. Ich gehe mal hier so hin hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Sieht man das? Die Feldbahn, ich habe die Feldbahn schon mal getestet, ob es überhaupt geht. Das würde ich jetzt mal kurz mal zeigen. Das habe ich schon mal voraufgezeichnet. Liebe Modellbahnfreunde, wie gesagt, das ist das Set. Und das werde ich jetzt als Test mal hier aufbauen. Also, das ist erstmal alles sehr, sehr fipsig. Da muss man wirklich ganz schön hier so, nun mal einen Test machen. Nun habt ihr mal kurz gesehen, den Aufbau von der Feldbahn, der provisorische Aufbau. Und jetzt würde ich mal euch zeigen, Magnurel, von der französischen Firma, das mal vorstellen. Ja, meine lieben Modellbahnfreunde, das ist nun eine Straße von zweien. Diese Straße ist dann die unten lang führt. Die führt dann unter der Brücke durch. Und dieses System ist, wie gesagt, aus Frankreich, Magnoli, Magnurel, Magnurel, nicht Magnoli. Und das hat sich eigentlich nicht so richtig durchgesetzt. Aber ich finde es nicht schlecht. Der Aufbau ist nicht ganz einfach. Und ich öffne jetzt mal, das ist jetzt, was ich jetzt dann unten aufbaue, ist nur für Fahrradfahrer. Und da ist sogar ein Fahrradfahrer dabei. Ich zeige gleich mal als erstes den Fahrradfahrer.
Das ist was richtiges, schönes ist das. Mal sehen, nicht, dass ich den jetzt auch rauskriege. Das ist der Fahrradfahrer. Der bewegt sogar die Beine dann beim Fahrradfahren. Und das gibt es eben bei den anderen Firmen, wie zum Beispiel Wissmann und Faller, nicht. Das ist das eben das Schöne. Das ist jetzt das ganze Zubehör, was jetzt dazugehört für den Fahrradfahrer. Man kann jetzt so mehrere Fahrräder fahren lassen. Das wäre jetzt der Motor, der jetzt dazu gehört. Das sind die Schienen. Und jetzt muss man sich vorstellen, in dieser Schiene läuft dann eine Kette und diese Kette werden dann oberhalb die Magneten drauf gemacht und der Gegenpol ist dann an den Fahrzeugen und an den Fahrrädern. Und die Fahrräder zum Beispiel werden dann mitgeschoben bzw. gezogen und dabei tritt der Fahrradfahrer in die Pedale und das sieht man richtig. Ja, und da hat man hier eine Beschreibung. Tja, und da ist jetzt Bastelarbeit angesagt. Das ist das Zubehör jetzt für den Motor. Der Motor hier. Ich habe ganz ehrlich jetzt nur nicht die Säge, um das jetzt ganz genau gewissenhaft zu machen. Aber ich gebe mein Bestes und mache das ganz einfach mit dem Sägeblatt bloß. Also mehr als versägen kann man sich nicht. So, da hätten wir ein Stück. Ein Stück. Hat doch ganz schön lange gedauert. Ja, und jetzt wird das zweite Teil gesägt noch. Ja, und das ist jetzt nun das dritte Teil, was ich jetzt sägen muss. Und jetzt zeige ich mal, wie ich es nämlich machen möchte. Nun habe ich das ein bisschen aufgebaut. Die Straße geht zweispurig hier lang, geht in Bogen. Hier dazwischen kommt ein Felsen. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das so lasse oder ob ich das hierhin mache. Und ich will ja eigentlich eine Schleife machen, so dass das wieder über die Brücke verläuft. Das muss ich dann sehen, ob mir das so gefällt dann. Dann werde ich euch zeigen, wie ich die erste Etage aufgebaut habe. Ja, und jetzt kennzeichne ich den Verlauf des Flusses,
dass diese Platte ist die unterste Ebene, wo die Feldbahn draufkommt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine kleine Straße. Der Verlauf des Flusses ist schräg. Hier werde ich eine Insel noch machen. So, gekennzeichnet. Nun werde ich das Flussbett aussägen. Ja, und das ist nun mein Flussbett, was dann weiter unten hinkommt. Und jetzt werde ich die Stützen für die erste Etage sägen. Ja, und jetzt werde ich die Stützen zur ersten Ebene befestigen. Und ich mache das immer so, weil für mich ist die Stabilität das Nonplusultra. Bei mir kommt dann bei jedem Holzteil so ein Winkel ran. Holzleim und so ein Winkel, weil das alles, was ich jetzt hier aufbaue, kostet eine Menge Geld. Und die Stabilität ist das A und O. Ja, und jetzt lege ich die erste Etage mal drauf. Ja, und das ist jetzt das Loch für den Motor. Ja, und jetzt kommt die linke Seite dran, wo die Feldbahn dann fährt. Erste Ebene befestigt. Und nun werde ich das erste Straßensystem aufbauen. Das ist das Grundelement. Dann wird der Motor hier. So wird das zusammengesteckt. Das sind die Kettenteile. Und oberhalb die Vertiefung, da kommen dann später die Magneten rein. Die werde ich jetzt alle mal auseinander machen und dann werde ich die Kette zusammenfügen. So. So werden die dann eingehangen. Ja, und zum Schluss möchte ich mal so einen Test machen mit der ersten Fahrstraße unten. Und das werden wir jetzt mal sehen, ob es funktioniert. Das ist der Original-Trafo von der Firma. 12 Volt, und hier kann man schön die Geschwindigkeit einstellen. Ja, jetzt schalte ich mal den Trafo ein. Jetzt sieht man schön, wie die Kette läuft. Und wenn wir mal jetzt ganz genau hinschauen, da sind jetzt die zwei Magneten für den Fahrradfahrer.
Ja, und jetzt sieht man das mal von Weitem. Und jetzt erhöhe ich mal die Geschwindigkeit. So schnell kann aber der Fahrradfahrer nicht fahren. Das wäre ja dann hier 50 km/h. Ja, liebe Freunde der Modellbahn, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen über einen Daumen nach oben, über viele neue Abonnenten. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch und eine schöne Nacht. Tschüss, bis demnächst.